Ja, mal wieder ein herzliches Willkommen meiner kleinen Werkstatt zu einem weiteren Video aus dem Bereich Tipps und Tricks rund um Bosch Blau. Wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. Hier steht mein Lieblingsakkubohrhammer, der GBH 18V26 mit der GDE 18V16. Setze ich eigentlich sehr häufig bis fast nur noch ein, zumindest dann, wenn es reine Dübelbohrungen sind. Und da sind immer mal so Kleinigkeiten, die man verbessern kann. Also man kennt ja alle diese Kombination bis 16 mm, 165er Bohrer, passt perfekt. Ganz normal, reicht für die meisten Fälle aus. Jetzt ist es aber so, dass es eben einige Bohrer oder Bohrdurchmesser nur in dieser Länge gibt. Das sind dann die 250er bzw. 260er Bohrer. Und die stehen natürlich vorne raus. Ich schiebe das Ganze mal ein bisschen. Ja, das, ne, ist ein bisschen zu weit. Da gibt es jetzt eine Möglichkeit. Und zwar gibt es ja in den USA die GDE 18V26D, das ist die für die Bulldogs. Ich hoffe, dass diese Absaugung, die einen eigenen Akku dann besitzt, auch nochmal irgendwann nach Deutschland kommt. Würde ich sehr begrüßen, auch für die Kabelmaschinen. Aber das ist ein anderes Thema, da werde ich in meinem anderen Video nochmal drauf eingehen. Da gibt es im Ersatzteilshop zwei Teile. Das ist einmal dieses Teil hier, das ist die Verlängerung. Und dann gibt es noch das Teil hier. Das ist das größere Auge zum Absaugen von, man sieht es hier auch, vielleicht kann man es so erkennen, 16 bis 25 mm. Man zieht also hier den hier nur ab, passt auch, weil die Aufnahme ist identisch, steckt den drauf, steckt hier zum Beispiel das Teil hier drauf und schon kann man einen langen Bohrer benutzen. Natürlich verändert sich nicht, na, darf man nicht vergessen, also die Bohrtiefe bleibt identisch. Aber man kann jetzt auch beigehen, auch wenn es hier in Deutschland nicht dafür gedacht ist, ziehen wir das Teil doch mal ab, genau, mit größeren, mit dickeren Bohrern, wie zum Beispiel diesen hier. Das ist jetzt ein 18er. Ich habe es aber auch schon erfolgreich mit 22ern gemacht. Das ist dann die Möglichkeit, da hat man dann die Möglichkeit, Gott, das war jetzt doof, okay. Na? So. Jetzt kann man natürlich auch super dickere Bohrer verwenden. Man darf bloß immer nicht vergessen, die Bohrtiefe bleibt immer gleich. Da ändert sich natürlich nichts, weil der Verschiebeweg sich ja nicht ändert. Was auch funktioniert, wenn man das große Auge hat, man kann beim Meißeln hier vorne saugt sich der feine Staub, so wie bei den großen GDEs, halt ab. Natürlich nicht für die großen Blocken, aber so dieser feine Staub, der dabei entsteht, der wird relativ gut abgesaugt. Ich würde mir hier jetzt irgendwann nochmal so ein Stück Fleckschlauch drauf machen, der sich zusammendrückt, diese Folienschläuche mit der Spirale drin. Vielleicht zeige ich euch das mal in einem anderen Video. Ja, das war's eigentlich schon. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.